Hi und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe auch wieder was für uns. Bleib dran. So, hi und willkommen. Ich habe da wieder was. Und was soll ich sagen? Live auf Pi oder Pi, aber ich meine, das wird live auf Pi ausgesprochen, ist ein für mich wahnsinnig guter und wirklich wahnsinnig aufwendiger und gut gemachter Film. Ist eigentlich nicht so mein Genre, sage ich mal, aber der Film hat mich einfach sowas von fasziniert und in seinen Band gezogen, dass ich gesagt habe, nein, der muss es einfach sein. Ich habe es damals im Fernseher gesehen und habe gesagt, boah, wie geil ist das denn? Und seit da an, ist er in meiner Sammlung und ich glaube, jeder Filmbegeisterte sollte sich das zumindest mal angeguckt haben. Das ist nur so ein kleiner Vorschlag von mir. Denn klar, es ist halt immer Geschmackssache, aber der Film ist einfach gut gemacht. So, hier geht es um das Steel, die 3D-Version ist das und ist geprägt. Ich zeige euch das mal, das ist die Vorderansicht und das ist die Rückansicht. Und da sieht man einmal Tiger und einmal das Artwork ist sehr gut. Ich packe das Ganze mal aus, da ich es leider ja schon ausgepackt habe, haben wir diesmal keine Premiere, aber nicht so schlimm, denn das Stil ist wirklich super. Also hier einmal, da sieht man das, dass das geprägt ist. Ja, das Live auf Pi. Richtig gut und auch hier, wo. Also es ist irgendwie matt, aber auch glänzend. Also es ist irgendwie, ja, ich spiele hier wieder so ein bisschen mit meinem Licht. Ja, sieht man das aber. Ist richtig gut gemacht. Also echt klasse. Ja, mal gucken, ob man da so die Wassertropfen so richtig gut einfangen kann. Ja, da. Ja. Mein Kamera spinnt schon wieder so ein bisschen. Aber es ist sichtbar. So, hier einmal die Vorderansicht, das Spime, hier einmal den Filmverleiher, einmal Filmtitel und hier hat man dann halt das Blu-ray-Logo mit dem 3D-Zeichen. So, hier einmal dann nochmal die Rückseite und dann öffnen wir das Ganze mal. Und hier haben wir natürlich einmal die 2D-Version, also die ganz normale Version und natürlich die 3D-Disc. Und ja, was soll ich sagen? Also hier einmal die ganz normale. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier nochmal die 3D-Version. Die sieht dann so aus. Und das packe ich auch hier einmal drunter. Und so sieht das halt geöffnet aus. Und es ist ein tolles Artwork. Also man kann eigentlich nicht großartig viel zu sagen. Hier ist einmal das Boot und wo eigentlich der Tiger drin sein sollte oder ist. Und ja, finde ich gut gemacht. Also zumindest ist auf jeden Fall was drin. Ja, es gibt ja etliche Steels, wo halt nichts drin sind. Und ja, wie gesagt, das ist wirklich ein super Film. Also mir hat es wirklich sehr gefallen. Man kann da echt nicht großartig Negatives zu sagen. Also es ist wirklich sehr aufwendig gewesen, auch von der Produktion her. Und ja, wenn ihr mal einen langen und guten Film sehen wollt, den kann ich auf jeden Fall euch empfehlen. So, das war's dann auch schon und wie es dann bei mir weitergeht, wisst ihr ja, da kommt gleich nochmal eine kurze Beschreibung darüber und dann nochmal ein paar Fotos. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und falls ja, lasst doch einen Daumen hoch, vielleicht ein Abo, über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.